Guten Tag, Herr Dr. Hinger. Wir sind hier auf dem zweiten Corona-Symposium und Sie haben hier auch einen Vortrag gehalten. Worum ging es da? Vielleicht mal in Kürze zusammengefasst. Und welche Eindrücke nehmen Sie von dieser Veranstaltung mit nach Hause? Ja, ich grüße Sie. Also mein Vortrag war ja Corona und der Rechtsstaat. Ich bin ja Anwalt und seit 3 Jahren bin ich also mit Corona-Themen befasst. Bin eigentlich Insolvenzverwalter, aber die Anwälte sind in Corona-Geschichten ganz schmalspurig unterwegs. Sie haben Angst, dass sie Querdenker sind. Und ich bin Querdenker von Kind auf. Und deswegen ist es jetzt noch mit meinen jetzt 75 Jahren eine Erfüllung in meinem Beruf, dass ich mich für die Grundrechte noch einsetzen kann. Mache ich also ständig, in Gerichtsverfahren auch. Und gehe auch nach wie vor mit den Spaziergängern seit 2 Jahren auf die Straße, um auch dort den Richterinnen und Richtern zu zeigen, dass die Bevölkerung die ganze Geschichte eigentlich aufarbeiten möchte. Und mir geht es auch um die Aufarbeitung, komme deswegen zu diesem Symposium hier. Und etwas Ähnliches gibt es ja nicht. Alle anderen Parteien drücken sich. Der Bundestag drückt sich, die Medien können sie vergessen. Es gibt keine Gelegenheit, um überhaupt die ganze Gesellschaft, die Menschen bewegende Thema aufzuarbeiten. Deswegen finde ich großartig einmal die Kompetenz der Menschen, die da sind, Wissenschaftler. Ich glaube, dass nirgends heute in Deutschland so viele kompetente Menschen, was hier Corona-Aufarbeitung betrifft, man finden könnte. Deswegen eigentlich ein großer Dank für diese Organisation. Natürlich war ich am Anfang auch etwas unentschlossen, ob ich zur AfD bin. Ich bin nach 40 Jahren bin ich aus einer Partei ausgetreten, die Regierungspartei heute mit ist. Aber ich glaube, diese Befindlichkeiten in jeglicher Richtung kann man vergessen, wenn diese Themen von einer Partei aufgegriffen werden und Gelegenheit gegeben wird, überhaupt das zu erörtern. Und noch dazu, in diesem Forum im Bundestag, das muss man auch sehen. Und ganz besonders, dass wir hier unglaublich viele sympathische Menschen getroffen haben, die auf gleicher Wellenlänge senden und denen es um die Aufarbeitung geht, die unbedingt notwendig ist. Gut, vielen Dank für Ihre Stellungnahme zum heutigen und zum gestrigen Tag. Ja, und ich wünsche Ihnen dann. Bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie als Lehrer so engagiert sind und auch hier Ihr Anliegen vorgetragen haben und Ihre Sicht der Dinge. Vielen herzlichen Dank.